Es ist so wundervoll, Sadhguruji. Verstehst du? Ich weiß, dass jeder aus diesem tollen Publikum hier und tausende Menschen, die das live im Internet verfolgen, sie alle wollen wissen, ob es ein Rezept für gute Gesundheit gibt. Spiritualität, Yoga, Meditation. Denn weißt du, ich habe einige unmögliche Dinge gesehen, die du für andere Leute getan hast, als es ihnen nicht gut ging. Aber viel wichtiger ist, kein Arzt, kein medizinisches Wörterbuch oder kein Verzeichnis konnte es jemals erkennen, wenn deine Gesundheit sich verschlechterte. Gibt es da also noch etwas anderes, um gesund zu bleiben? Ich habe in dem Buch gelesen, Arundhati beschrieb das so wunderbar in deiner Biografie. Sie schrieb, du bist ein Mystiker, weißt du, der eine nicht diagnostizierte Krankheit hatte und sie dann geheilt hatte. Ciao. Ich hoffe, ihr habt alle dieselbe Frage bezüglich eurer Gesundheit. Ihr wollt gesund bleiben, richtig? Und ich weiß, dass alle, die uns heute zuschauen, wissen wollen, ob Dr. Reddy niemals diese Frage gestellt hat. Ich will ihr Geschäft, aber ich will, dass sie gesund bleiben, Swami. Die Sache ist die, wir erschufen diesen Körper von innen heraus. Also der Hersteller dieses Körpers ist da drinnen. Wenn du also eine Reparatur zu erledigen hast, möchtest du zum Hersteller oder zum hiesigen Mechaniker gehen? Wenn du Zugang hättest, würdest du zum Hersteller gehen wollen. Wenn du den Zugang verloren hättest, würdest du zum örtlichen Bastler gehen, um dies oder das machen zu lassen. Wenn es die derzeitige medizinische Forschung nicht gäbe, würde ich sagen, die Hälfte der Leute wären bereits tot hier im Publikum, ja? Weil 1947 die durchschnittliche Lebenserwartung eines Inders 28 Jahre war. Heute ist sie auf 64 angestiegen. Ein wichtiger Grund hierfür ist die derzeitige medizinische Forschung. Also, ich versuche nicht, die medizinische Forschung kleinzureden oder mich darüber lustig zu machen. Sie ist äußerst wichtig. Was in den letzten 30 bis 40 Jahren erreicht wurde, ist fabelhaft. Die Frage ist nur die, wenn du Zugang hättest zur Quelle dessen, was diesen Körper hervorbringt, könnte sicherlich jedes Problem, das er im Körper erzeugt, bewältigt werden. Nun gibt es zwei Arten von Erkrankungen, infektiöse und chronische. Infektiöse Erkrankungen passieren uns aufgrund einer Invasion von außen, von einem Organismus. Ihr müsst zum Arzt gehen. Versucht nicht, darüber zu meditieren. Aber 70% der Erkrankungen auf dem Planeten sind selbstgemacht. Ich sage selbstgemacht, weil sie in euch entstanden sind. Also was in euch geschieht, kann sehr einfach von innen repariert werden. Was von außen auf euch zukommt, dafür braucht ihr Hilfe von außen. Also müsst ihr einen Organismus bekämpfen, dann braucht ihr Medizin. Also alle übrigen Erkrankungen, fast 70%, sind selbstgemacht. Warum würde euer Körper gegen euch arbeiten? Dieser Körper ist im Wesentlichen auf Gesundheit programmiert. Jede Zelle in diesem Körper ist auf Gesundheit programmiert. Warum würde sich der Körper gegen euch wenden? Weil ihr ihn irgendwo nicht glücklich hält. Um es ganz einfach auszudrücken, warum würde sich eure eigene Familie gegen euch wenden? Irgendwo sind sie nicht glücklich mit euch, oder? Ja oder nein? Sie sind nicht zufrieden mit euch, mit etwas, das ihr tut. So ähnlich sind einige Zellen im Körper. Ein paar Teile eures Körpers sind aus irgendeinem Grund nicht zufrieden mit euch. Ihr müsst mehr darauf Acht geben. Es gibt einen Weg, einen systematischen Weg, um auf diesen hier aufzupassen, weil alles in diesem Körper von innen heraus geschaffen wurde. Wenn das so ist, kann es sich nicht von innen reparieren? Also das ist kein Wunder. Ich möchte, dass die Leute verstehen, dies ist kein Wunder. Was ein Wunder ist, ist, angenommen, ihr wisst nicht, was Elektrizität ist. Ich käme hierher und berühre diesen Teil der Wand und die Lichter gehen an. Wer denkt ihr, bin ich? Angenommen, wisst ihr, vor 1000 Jahren hätte ich ein Handy besessen. Ich könnte das Handy hervorziehen und mit jemand aus Amerika sprechen. Ihr würdet denken, dass ich Gott bin, oder nicht? Also, was ein Wunder ist, ist das, was ihr nicht versteht.
was nicht in eure logische Vorstellung passt, scheint übernatürlich für euch. Wenn sich eure Logik weiterentwickelt, so viele Dinge, die vor 100 Jahren Wunder waren, sind heute normale Dinge in unserem alltäglichen Leben, oder nicht? Ist es nicht so? Also, es ist kein Wunder. Es ist lediglich ein tieferes Verständnis eurer Weise, wie ihr gebaut seid. Also, das ist etwas, dem wir Aufmerksamkeit schenken müssen.